Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier, der Mann ohne Haare auf dem Kopf, sondern nur unterm Kopf, das ist Marc Hagenbeck und ich bin der Sascha. Und wir haben heute den 25. Januar und am 25. Januar haben wir wieder ein bekanntes Geburtstagskind. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin. Am 25. Januar 1943 wurde Dagmar Berghoff geboren. Und warum sagst du das so komisch? Weil Dagmar Berghoff Nachrichtensprecherin war. Ja. Und zwar die erste Frau, die von 1976 bis 1999 Sprecherin der Tagesschau war. Ja, Dagmar Berghoff, die ist auch bekannt durch diesen Versprecher, den sie bei einem Boris Becker, dem Tennisspieler, Bericht hatte, wo sie gesagt hat, Boris Becker hat bei dem WC-Turnier in Melbourne, sagt sie, glaube ich, dabei heißt es WTC. WTC. Und sie dachte sich da irgendwie einen Ast weg, weil sie die ganze Zeit WC gesagt hat. Ja. Weil sie einmal WC gesagt hat. Und ich habe da schon eine Hintergrundinformation ist, sie hat irgendwie aus Spaß vorher gesagt, stell dir mal vor, wenn ich WC sage. Ja, genau. Und dann ist ihr das rausgerutscht und dann musste sie ja ganz seriös bleiben und da konnte sie nicht mehr. Da ist ihr aus ihr alles rausgebrochen. Dann musste sie Lottozahlen vorlesen danach noch und die konnte sie nicht mehr richtig rausbringen. Das ist so ein ganz berühmtes Ding von Dagmar Berghoff. Dagmar. Sag mal Dagmar. Dagi. Dagi. Freunde dürfen sie auch Dagi nennen. Also Dagmar, von mir aus alles Gute. Ja, ja. Am 25. Januar ist auch ein deutscher Kinostart gewesen. Der Club der Toten Tichter. Der Toten Dichter, genau, mit Robin Williams. Mit Robin Williams. Ja. Kennst du den Film? Mhm. Ja. Captain, mein Captain. Genau, richtig, genau. Am 25. Januar hatten wir aber noch was anderes. Ja, 1977 am 25. Januar, das erste kommerzielle Sonnenkraftwerk geht in den französischen Pyrenäen ans Netz. Ho, 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 ho. Ja. 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 Sonnenkraft. Sonnenkraft ist ja mal was ganz Neues. Ne? Das ist mal was ganz Neues, ja. Aber ja, das wird immer mehr darauf hinauslaufen, dass wir das hier brauchen. Ne? Sonnenkraft, Windkraft. Ist ja auch wiederverwertbar. Kinder, hört mir zu. Der Trend geht weg von fossilen Brennstoffen. Ach so. Mhm. Ist ja ganz was Neues. Ne? Das ist Bildungsfernsehen hier. Achtung, Bildung. Ja. Achtung, Vorsicht, Bildung. Ach, Vorsicht, Bildung. 25. Januar war auch Kinostart. Au, jetzt kommt. Von einem Film, der Kultstatus erlangt hat. Von Ghostbusters. Ah. Kennst du? Er hat mich voll geschleimt, weißt du noch? Ja, ja, ich bin der Schlüsselmeister. So, genau. Ja, ja. Genau. Mit Bill Murray, Dan Aykroyd, ja. Sigourney Weaver. Also da jagst du heute keinen mehr von der Couch mit runter, aber damals, das war doch echt grandios. Den kannst du heute noch gucken, den Film. Also, ja, wir, ne? Also, aber wenn jetzt mal so, sag ich mal, so 16-, 17-Jährige heute, naja. Nee, den kannst du noch gucken. Ja, wir gucken sowas. Nee, den kannst du auch gucken, wenn du den noch nie gesehen hast und jetzt erst so 16, 17 bist. Wenn du 16, 17 bist und das hier gerade siehst, schreib mal in die Kommentare, ob du Ghostbusters überhaupt kennst. Und wenn ja, ob du es überhaupt guckst. Ja, wie du es fandest. Guck dir den jetzt mal an und dann schreib in die Kommentare, wie du den fandest. Ja, genau. Ja, hast jetzt 2 Stunden Zeit. Wenn ich weiß, wo du ihn herkriegst, frag mal deinen Opa. Ja, das ist doch alles online. Komm, hör auf. Ach, komm, ja. Das war der 25. Januar. Wir sehen uns morgen wieder am 26. Januar. In der Zwischenzeit könnt ihr den Kanal abonnieren, ihr könnt uns liken und ihr könnt Kommentare reinschreiben über Ghostbusters und was der Teufel was. Ihr könnt mal auf seine Seite, Marc Hagenbeck. Ansonsten sehen wir uns morgen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.